Panzerauto ist da. Ich komme nicht hin wegen meinem Kopf. So. Und? Für ein paar Euro habe ich jetzt eine Flowerbox. Hello, hello, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit durch meinen Tag und kann euch schon mal sagen, dass so einiges passieren wird. Zum einen in meiner Küche, die ich gerade eben schon aufgeräumt habe, aber die sieht gleich nicht mehr so aus, denn der Max kommt mit ins Spiel. Ich freue mich riesig, wir kochen nämlich gemeinsam. Ihr wisst ja, wie gern ich koche. Und wenn ich nicht so alleine bin, dann ist es umso schöner, aber der Max macht ganz schön viel Chaos. Das kann ich euch schon mal sagen. Egal, ich nehme euch auf jeden Fall eine Runde mit. Hab richtig coole Dupes noch für euch vorbereitet. Die liegen schon vor mir. Da freue ich mich schon, euch das zu zeigen. Außerdem habe ich noch eine richtig, richtig coole Verlosung für euch. Und zwar habe ich ein Paketchen zugeschickt bekommen von Benefit. Das erkläre ich euch dann später noch. Ich habe jetzt hier schon meinen Haushalt soweit fertig. Da steht noch der Putzeimer und mein Staubsauger. Und das trage ich dann noch runter. Habe hier auch schon ein Paketchen eingepackt, denn ich bin heute Mittag auf einen Geburtstag eingeladen. Da freue ich mich schon total. Hoffentlich gibt es was Leckeres zu essen. Nein, ich mache nur Spaß. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's. Wundert euch nicht, ich habe wieder die Jalousien ein Stück runter machen müssen, weil die Sonne so stark reinscheint, was natürlich richtig, richtig schön ist. Also das Wetter im Moment ist ja richtig genial. Wir haben zwar noch keine Ferien, aber am Freitag ist es soweit. Die Kinder bekommen Zeugnisse und dann können sie auch ins Schwimmbad gehen und können das Wetter richtig toll genießen. Da freue ich mich schon drauf. Ansonsten ist es ja in Deutschland eher schlechtes Wetter und deshalb bin ich immer super glücklich, wenn eben die Sonne scheint. Ich wollte euch jetzt nur noch mal sagen, damit ihr euch nicht wundert, falls das Licht so wechselt. Also gut, jetzt kommen wir zu den Dupes, die ich euch zeigen möchte. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Hier liegt's und ich würde sagen, ich stelle euch mal eben ab. Und jetzt zeige ich euch meinen ersten Dupe. Und zwar habe ich mir schon super lang so eine Flowerbox gewünscht. Die kennt ihr bestimmt, oder? Okay, und jetzt fahren die Jalousien hoch. Warum auch immer. Ah! Oh Mann! Tada! Was soll das? Okay, also es wird jetzt gleich nochmal heller. Jedenfalls, ich weiß nicht, was mein Mann da eingestellt hat. Bella, ja, bist du auch da? Ja, ja, die sieht man doch gar nicht. Die sieht man nicht, Bella. Also gut, habe ich mir schon ultra lang so eine Flowerbox eben gewünscht und die sind ja relativ teuer. Also so eine in der Größe ungefähr kostet 150 Euro, die etwas kleineren so ab 50 Euro und ich habe mir gedacht, okay, ich mache das einfach selbst. Ich habe mir dazu alles Mögliche jetzt mal gekauft und zwar diese Box hier zum Beispiel in rund, die gibt es natürlich auch in eckig. Aber mir hat das Format eben besser gefallen, gibt es auch in verschiedenen Größen. Dann habe ich mir einen Steckschwamm gekauft und ich habe mir Rosen bestellt. Auch bei Amazon, genauso wie dieses Teilchen hier, kann ich euch mal unten in der Infobox verlinken. War auch gar nicht so teuer und die Rosen, die sind qualitativ so, so hochwertig. Klar, das sind jetzt keine echten Rosen, aber das geht ja auch schlecht, ne? Wie soll ich die konservieren? Dazu habe ich jetzt nicht die Möglichkeit. Jedenfalls ist jede Rose hier einzeln nochmal verpackt gewesen. Schaut mal. Und ich würde sagen, ich packe mir diesen Schwamm jetzt mal hier rein. Ich finde das so eklig. Findet ihr das auch so eklig, den anzufassen? Ich mache das jetzt mal, mache dazu aber die Kamera aus, falls ihr das auch nicht mögt. Und dann fange ich mal an, meine Rosen hier reinzustecken. Ich habe mir auch schon ein Parfum geholt. Und zwar ist das von meiner Schwester. Das hat sie mir geschenkt, Valentino. Und es riecht so, so gut. Das ist zwar ziemlich stark, jetzt nicht so passend für den Sommer, aber die brauchen ja einen starken Duft, ne? Genau, und klar, es ist nicht dasselbe wie eine echte Flowerbox, aber ich denke, ich komme dem Ganzen schon sehr nah. Also ich hoffe es jedenfalls, ansonsten wäre das jetzt ein Flop. So, ich habe mir die Rosen auch schon mal zurechtgeschnitten. Allerdings weiß ich nicht ganz, ob das die richtige Länge hat. Aber das muss man jetzt halt einfach mal ausprobieren. Oh, dieses Geräusch ist so schrecklich. Und die Blätter, die muss man leider auch noch abmachen. Die würde man ja eh nicht sehen. Die muss ich noch ein bisschen kürzer schneiden. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss mich jetzt übrigens auch total beeilen, weil der Max gleich kommt und die Familie Hunger hat. Wir bekommen heute auch Besuch.
Deshalb kochen wir ein bisschen mehr. Und zwar gibt es wieder was aus der HelloFresh Box. Ich muss sagen, dass ich die schon vor ein paar Tagen bekommen habe, aber nicht so viel Zeit zum Kochen hatte, weil wir so viele Termine hatten. Und deshalb machen wir einfach verschiedene Gerichte. Und da freue ich mich, dass ich dann morgen nichts kochen brauche, weil dann mit Sicherheit ein bisschen was übrig bleibt. Bin mal gespannt, für was sich die Jungs entscheiden. Und jetzt versteht ihr auch, warum ich mich das letzte Mal so, so doll über die HelloFresh Box gefreut habe. Weil es für mich einfach eine enorme Arbeitserleichterung war zu der Zeit, als es mir so schlecht ging, weil ich dann nicht einkaufen gehen musste und weil ich eben jemanden hatte, der mir das Ganze hochträgt. Jetzt versteht ihr es natürlich nochmal einen Ticken besser. Genau, das konnte ich euch ja das letzte Mal noch nicht so wirklich erzählen. Aber ich finde halt allein dieser Service der HelloFresh Box so genial, wirklich. Also wenn du halt einfach diese Erleichterung hast und nicht einkaufen gehen musst in der Woche, zum Beispiel wenn du weißt, dass du ganz viele Termine hast, und das ist doch dann einfach dich super, oder? Also ich bin da total begeistert von. Aber das wisst ihr ja, habe ich euch ja schon erzählt. Ich bin gerade so glücklich, weil ich dachte, dass ich zu wenig Rosen habe, aber fehlt jetzt ganz genau nur noch eine. Ah, da bin ich jetzt ganz glücklich. Schaut mal, wie das aussieht. Oh, ich finde das so schön gerade. Ich bin total begeistert und ich habe nicht mal 5 Minuten jetzt gebraucht. Hier könnte man natürlich noch schön was hinschreiben. Mit einem schwarzen Edding zum Beispiel, also das würde ganz gut passen. Oder man könnte sich noch eine große Schleife dran machen, würde mir auch sehr gut gefallen. Aber ich finde es so jetzt eigentlich auch schon sehr gelungen. Mal gucken, was ich da noch draus mache. Und ich bin total begeistert. Ach, da freue ich mich jetzt so sehr. Und die wird jetzt auch noch gut in meinem Wohnzimmer duften. Und mich an meine Schwester erinnern. Sehr cool. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr meine Idee findet zu meiner Flowerbox, zu diesem Tube. Und ansonsten würde ich sagen, wir gehen jetzt gemeinsam in die Küche. Denn wie gesagt, der Max kommt jetzt gleich. Wir kochen gemeinsam und dann im Anschluss zeige ich euch, was ich noch für euch vorbereitet habe. Die anderen Dupes zeige ich euch noch. Genau, ich habe nämlich noch 2 richtig coole Dupes für euch. Mit dem einen bin ich heute auch geschminkt. Und ja, zu den Benefit-Produkten sage ich euch später dann auch noch was. Ich mache jetzt hier erstmal klar Schiff und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder in der Küche. Und das bringe ich in mein Wohnzimmer. Ich freue mich voll. So, zeige ich euch jetzt noch schnell, wo ich das hinstelle. Kriegst du es gebacken, Max? Ja. Komm, wir zeigen mal, was es heute alles gibt. Wieder ganz viel. Also, das wünscht sich der Max. Rindersteak mit geschmorten Tomaten und Kartoffeln. Einmal Flammkuchen für meine Schwester. Und für die Vegetarier, also mein Mann und mich, Gnocchi-Auflauf. Also meine Küche ist belagert. Hier geht es noch weiter. Ich mache noch einen Melonensalat. Ja. Und hier haben wir uns alles ausgesucht aus diesen Rezepten hier. Jo, und ich habe Hunger. Wer gibt Gas? Max, gibst du Gas? Ich habe Hunger. Könntest du auch sagen, Mutter, beeil dich selbst, ne? Ja, da musst du immer noch Knoblauch und Zwiebeln schneiden. Ja, mache ich. Ey, die kommandieren mich voll rum. Also die Zwiebel und den Knoblauch. Das soll ich machen. Habt ihr da keine Lust drauf, oder was? Nö. Okay. Der Max nascht schon wieder. Parmigiano, Parmigiano Reggiano. Jawohl, der kleine Italiener. Was brauchst du denn jetzt? SpongeBob darf bei uns nie fehlen. Ist tatsächlich noch aus Max Kindheit. Warte mal, ich will dir mal was beibringen. Wenn du einen Teller nimmst, dann ist es besser, weil sonst, ja. Erstens mal kannst du es einfach. Ich muss das dann nicht sauber. Habt ihr das gehört? Ganz schön frech, der Max. Mhm, da geht's auch munter weiter. Und ich habe die Zwiebel und den Knoblauch immer noch nicht geschnitten. Okay, ich mache jetzt auch mal was hier. Und wir gehen wegen meinem Bart. Okay. Du wolltest sagen. Weil ich fett bin, ja. Danke, Max. So, ich will erst noch durchgehen. Sieht nach einem Finger aus. Ja. Besser als du. Wenn du nicht den Mund einatmest, sondern die Nase. Okay? Ja.
Und fertig? Ja. Okay, ab in den Ofen. Das Olivenöl müssen wir unbedingt mal in Flaschen füllen. Ist immer noch in diesem Behälter. Gerade Steak gemacht und möchtest du es nochmal in die Pfanne tun oder möchtest du es auch? Ja, ich finde es gut. Findest du es gut? Okay, dann raus damit. So, und da ist er, unser Flammkuchen. Ich werde den jetzt einfach so in Stücke schneiden und hier auf diese Platte legen. Dann sieht es ein bisschen schöner aus als hier auf diesem Backblech. Also so sehen jetzt die Gnocchi bei uns aus und so eben auf der Rezeptkarte. Kommt dem Ganzen schon sehr nahe, würde ich sagen. Und so sieht jetzt der Flammkuchen auf der Rezeptkarte aus. Ja, wenn ich sie nicht falsch rumhalten würde, ne? So rum. Und das ist unser Flammkuchen eben. Und das Steak sieht hier so aus und bei uns eben so. Ohne Kartoffeln, weil meine Kinder nicht so gerne Kartoffeln essen. Also, wir lassen es uns jetzt aber wirklich schmecken. Wir sind alle gesättigt. Ich bin so voll gefuttert. Das war so lecker. Und ich bin total glücklich, dass ich morgen nichts kochen muss. Wir haben ja extra ein bisschen mehr gekocht, was natürlich ideal jetzt war. Und jetzt mache ich mich so langsam mal fertig, denn es geht ja, wie gesagt, jetzt zum Geburtstag. Ich kämme mir jetzt eben noch mal schnell die Haare durch. Und dann geht's los. Wollt euch aber noch sagen, dass ich für HelloFresh einen Rabattcode für euch habe. Da freue ich mich total. Schaut mal unten in die Infobox. Könnt ihr auf jeden Fall jede Menge Geld sparen. Ich blende euch den jetzt hier auch nochmal ein. Und ich habe euch ja schon ganz oft erzählt, wie glücklich ich bin, wenn ich die HelloFresh-Box eben bekomme, weil es für mich eine enorme Arbeitserleichterung ist. Man kommt auch mal zu neuen Rezepten und kann auch mal was anderes kochen. Kann ja, Dinge ausprobieren, neue Lebensmittel, die man so vielleicht im Markt nicht gekauft hätte, neue Gewürze und so weiter. Also ich finde es super interessant, freue mich da eben auch immer, wenn ich sie bekomme, weil es für mich eine enorme Zeitersparnis ist. Und die Bella tippelt hier auch gerade rum. Also wie gesagt, wenn ihr Geld sparen wollt, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich muss mich jetzt beeilen, denn ich muss ja danach noch ins Büro und würde euch dann eben im Anschluss noch die restlichen Tubes, wie gesagt, zeigen. Na Bella? Ja. Also gut, dann beeile ich mich jetzt, kämme meine Haare und dann sehen wir uns später. Bis dann. So, Panzerauto ist da. Ich habe mir meine Haare natürlich wieder hochgemacht, das ist einfach zu warm. Ich habe nächste Woche einen Friseurtermin, da freue ich mich schon so sehr drauf, weil die unbedingt geschnitten werden müssen. Ansonsten hatte ich euch ganz vergessen zu erzählen, dass wir bei einem Event waren in Berlin von HelloFresh und ich habe nicht gevloggt und zwar deshalb, weil ich Angst hatte, dass fremde Kinder zu sehen sind, die nicht gezeigt werden möchten. Da waren nämlich einige mit dabei und ich weiß, wie es ist. Mein zweiter Sohn, der möchte ja auch nicht gezeigt werden und deshalb war das so anstrengend. Der Tag an sich war richtig, richtig schön. Ich habe ganz, ganz viele liebe und nette Bloggerinnen getroffen und das Event an sich war auch super gut vorbereitet. Wir haben so viel Spaß gehabt, also wir haben quasi mit meiner Familie das ganze Wochenende in Berlin verbracht, aber das Event war nur am Samstag, also das war ein Familienbrunch eben von HelloFresh. Das wollte ich euch noch ganz kurz sagen. Jetzt muss ich aber wirklich los zum Geburtstag, sonst komme ich zu spät. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und wie versprochen zeige ich euch jetzt noch die Tubes, die ich für euch gefunden habe, beziehungsweise erzähle euch von den Neuigkeiten von Benefit. Dazu gibt es ja eine richtig fette Verlosung, aber ich würde sagen, wir starten mal mit diesen beiden Paletten. Ich habe echt gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als ich das gesehen habe. Und zwar fangen wir mal mit dieser hier an. Ich habe dafür unglaubliche, und jetzt Achtung, 10 Cent bezahlt. Wie krass ist das bitte? So sehen die Farben aus und ich habe mich tatsächlich auch schon mit dieser Palette geschminkt. Natürlich kann man das nicht mit dem Original vergleichen, das ist auch überhaupt keine Frage, auch vom Packaging her ist es natürlich was anderes. Aber wenn man sich vielleicht nicht ganz so viel schminkt, beziehungsweise wenn man etwas jünger ist
nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, ist man mit dieser Palette auf jeden Fall richtig gut bedient. Also die Farbabgabe ist klasse, die Farbauswahl ist richtig toll. Also ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Aber was ich richtig krass finde, ist diese Palette hier. Und zwar habe ich mir bei Douglas für sage und schreibe 52 Euro diese Palette hier gekauft, die Naked Heat Palette. Die Farben, die kennt ihr bestimmt alle schon. Die sind natürlich richtig, richtig schön und ich schminke mich auch echt gerne mit der Palette. Aber ich habe jetzt diese hier gefunden. Und zwar wurde mir die vorgeschlagen bei Amazon. Und ich habe dafür 2,80 Euro bezahlt. Gut, da kommt noch das Porto dazu, 2,50 Euro. Aber ihr habt dann insgesamt für 5,30 Euro eine richtig, richtig schöne Palette, die wirklich ein Dupe zu der Naked Heat Palette ist. Und ich habe mich, wie gesagt, heute auch mit diesen Farben hier geschminkt. Ich finde es richtig schönes Ergebnis und kann euch die wirklich nur empfehlen. Also auch von der Farbabgabe her überhaupt gar keine Frage. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Und auf dem Auge könnt ihr wirklich keinen Unterschied erkennen. Wartet, ich zeige euch noch die Farbe. So, das sind jetzt zum Beispiel die beiden Farben, ne? Die und die. Also da kann man doch wirklich keinen Unterschied erkennen. Also für 5,30 Euro ist das wirklich der absolute Wahnsinn. Das Packaging, das kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Das ist halt sehr, sehr hochwertig hier aus diesem Kunststoff und das ist halt Pappe. Aber selbst hier habt ihr so ein Magnet und das wird dann so verschlossen. Also ich finde es richtig gut. Das war noch außenrum. Und ich kann es euch sehr, sehr gerne mal unten in der Infobox verlinken, falls euch das gefällt. Und ansonsten bei dieser Palette hier kommen noch 3,99 Euro Versand dazu. Also ich habe dann insgesamt 4,09 Euro bezahlt. Aber ganz ehrlich, für so eine schöne Palette ist man das doch auch durchaus bereit zu bezahlen. Ansonsten kommen wir jetzt natürlich noch zu Benefit. Schaut euch mal bitte das Packaging an. So sieht es aus. Ich hole mal eben die Sachen raus. Schaut mal bitte, wie süß das Packaging aussieht. Hier hinten mit dem Smiley drauf. Richtig goldig. Das waren jetzt die Produkte, die in meinem Paketchen enthalten waren. Ich habe mich so, so doll gefreut, weil ich jetzt eben die Möglichkeit habe, auch euch etwas zukommen zu lassen. Ich darf diese Foundation testen. Ich habe mir diese beiden Nuancen jetzt mal rausgelegt. Und zwar einmal die 7 und einmal die 6. Das ist eben die neue Foundation, die sich nennt Hello Happy. Und diese 4 darf ich an euch verlosen. Ich habe mich da so, so doll drüber gefreut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Und diese beiden Produkte hier, die waren auch noch enthalten. Die darf ich auch noch testen. Das ist eine Augencreme. Die hatte ich schon vor längerer Zeit mal getestet und habe die super gut in Erinnerung. Und deshalb habe ich mich eben gefreut, dass ich sie jetzt nochmal bekommen habe. Und hier ist ein neuer Blush. Und ich bin echt gespannt, ob er dem Rocateur Konkurrenz macht. Der ist auch von der Farbabgabe richtig, richtig gut. Ich habe ihn schon getestet und der duftet so, so gut. Also ideal eigentlich für den Sommer. Ich habe die kleine Variante bekommen und habe ich mich eben auch super doll drüber gefreut. Ich werde die Foundation testen und werde euch natürlich meine ehrliche Meinung drüber sagen. Sie soll einen Weichzeichner-Effekt haben und soll Hautrötungen quasi kaschieren. Soll sehr leicht sein mit einem Lichtschutzfaktor. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt und werde euch da auf dem Laufenden halten. Alle Teilnahmebedingungen dazu schreibe ich euch unten in die Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Und jetzt sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!